Zwei Rettungshubschrauber waren am Freitag nahezu zeitgleich in Korbach im Einsatz. Zunächst landete der Helikopter Christoph Hessen am Stadtkrankenhaus, um eine ältere Patientin in eine Spezialklinik zu verlegen. Etwa zur selben Zeit forderte der Rettungsdienst am Boden nach einem medizinischen Notfall in einem Korbacher Wohngebiet zum raschen und schonenden Transport in eine Kasseler Klinik ebenfalls einen Rettungshubschrauber an. Weil der Landeplatz am Krankenhaus noch von der rot-weißen Maschine aus Mittelhessen belegt war, steuerten die Luftretter aus Kassel den Feuerwehrstützpunkt an. Der Pilot von Christoph 7 landete im Einsatzhof der Korbacher Brandschützer, wo bereits der Rettungswagen mit der Patientin wartete. Nach weiterer gemeinsamer Versorgung flog die Helikoptercrew die 52-Jährige nach Kassel.